Grüezi zusammen, hallo miteinander. Mein Name ist Hans-Peter Gass, ich bin der technische PM bei uns bei der Fujifilm Schweiz. Und wie vorhin angekündigt, geht es heute um die neue X-E4. Was vor 12 Jahren angefangen hat, ist mittlerweile ziemlich ausgereift. Im Vergleich zu der XE1, die 2012 auf den Markt gekommen ist, besticht die XE4 mit einer weiteren Simplizität im Vergleich zu seinen Vorgängern. Was sich ab der XE3 geändert hat, ist der integrierte Blitz. Den sucht man auch bei der XE4 vergebens. Aber so ist sie noch 121 x 73 x 33 mm gross und wiegt nur 364 Gramm. Also eine perfekte Kamera für einen Städtetrip oder einfach so als täglicher Begleiter. Wenn ich jetzt die Kamera nicht unbedingt angliedern oder ansetzen würde, ist jetzt für eine voll professionelle Filmkamera. Denn sie kommt nur mit einem 8-Bit 4.2.0 Signal aus. Das reicht für die meisten leider nicht, aber für schöne Urlaubsfilme oder Urlaubsbilder in Kombination mit ein paar Videoschnips reicht es auf jeden Fall. Seit die XE-Serie gibt, wird in Foren debattiert, ist jetzt die XE-Serie eher ein X100V oder respektive eine X100er Version oder gliedert sie sich eher bei der X-Pro drin? Ist ein bisschen schwierig, ich würde sagen, irgendwo dazwischen. Fakt ist einfach, die X100V hat ein fest verbautes Objektiv, was die XE4 nicht hat. Ein weiterer Unterschied ist der optische Sucher von der X100er Serie gegenüber der XE4, die nur einen elektronischen Sucher hat. Wie wir uns das von Fujifilm gewöhnt sind, ist auch diese Kamera mit der neuesten Technologie aufgerüstet worden, um sowohl mit der XS10 wie auch mit der X-Pro3 und der XT4 aufzutrumpfen. In ihr steckt nämlich, wie bei der XT4, ein 26 Millionen Pixel APS-C Sensor. Dazu auch noch macht die Kamera 8 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss und 20 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Neu in der XE-Serie ist der ausklappbare Display, den es bei den Vorgängerinnen nie gegeben hat. Er ist nicht vertikal ausklappbar, sondern nur horizontal, dafür aber um 180 Grad. Die Grösse des Displays ist mit 3 Inch absolut genügend, um seine Bilder nochmals zu betrachten. 1,62 Millionen Bildpunkte sind dabei genug Auflösung, um jedes Bild zu kontrollieren. Der elektronische Sucher kommt auch mit einer relativ hohen Auflösung von 2,36 Millionen Bildpunkten und einer Magnifikation von 0,62. Wenn es etwas gibt bei der Fujifilm XE4, wo hinter der XT4 steht, dann ist es ihre Wetterfestigkeit. Wie auch schon die Vorgängerin die XE3 ist auch die XE4 nicht wetterfest. Betrieben wird die Fujifilm XE4 vom NP-W126S Akku. Umsteiger von der XE3 können auch ihre älteren Akkus weiterhin mit der XE4 verwenden. Ein weiterer Unterschied zur XT4 ist, dass Fujifilm XE4 nur mit einem SD-Kartenslot daherkommt. Somit gesehen ist die XE4 relativ simpler gestaltet, mit einem grossen Vorteil für die, die das natürlich möchten. Die Möglichkeit, jede Optik vom X-Universum zu adaptieren. Wenn ich schon von X-Universum oder respektive von Objektiv erzähle, möchte ich noch etwas weiteres zu der XE4 sagen. Neu kommt sie mit einem Kit zusammen mit dem neuen XF 27mm, wo neu gestaltet worden ist. Optisch das gleiche, aber neu mit dem Blenderring. Ein weiterer Unterschied zwischen dem XF 27 und dem neueren XF 27 Mark II ist nicht nur der Blenderring, sondern das neue XF 27mm ist auch wetterresistent. Was auch sehr schick ist, ist die Möglichkeit, die XF 2.0er Serie mit der XE4 zu verwenden. Auch diese Objektive gibt es in verschiedenen Farbausführungen, in silbrig und schwarz, und passen sich somit eurem Stil perfekt an.
Da ich mich entschlossen habe, heute eigentlich nur mit der XE4 und einem Objektiv unterwegs zu sein, habe ich natürlich gerade die Möglichkeit ergriffen und das neue XF 27mm an meine XE4 angemacht. Ein 27mm ist etwa, kann man sagen, 40mm im Kleinbild und ist eine wirklich extrem schöne Brennweite. Und man nennt das Objektiv auch ein Pancake, weil es eben aussieht wie so ein kleiner Pfannkuchen. Ich werde jetzt hier, habe ich einen wunderschönen Baum gefunden, mit schönem Grün, mit ein bisschen Rot hinten dran, Komplementärfarben. Und haben mir da gesagt, komm, ich mach mal eine Filmsimulationsserie. Das heisst auch da, das kann man einstellen bei den X-Kameras, dass man sich nicht entscheiden muss, welche Filmsimulation das man wählt, sondern die Kamera macht gerade ein paar Bilder. Die gleichen, aber mit anderen Filmsimulationen. Wer das Retro-Design von der XS10 vermisst hat, wird mit der XE4 komplett bedient. Wie schon bei vielen anderen Fujifilm X-Kameras kommt auch die XE4 in einer schwarzen und in einer silbrigen Retro-Ausführung. Für welche Farbe ihr euch entscheidet, das ist Geschmackssache. Ich bevorzuge zum Beispiel die silbrige, Kollegen von mir bei der Fujifilm bevorzugen die schwarze. Schön ist einfach, dass man eine Auswahl hat. Was mir aber sehr gefällt an der XE4 sind ihre schlichten Kanten, die sehr sauberen Kanten, wie man sie schon von der X100V her kennt. Auch hier sehen wir, dass das ganze Design wird eigentlich weitergeführt und sogar in meinen Augen ein Stück weit verbessert. Fujifilm bringt auch hier wieder einmal ein Leder-Halfcase, das sehr smart ist. Frühere Halfcases mussten immer abgenommen werden oder hatten ein Loch drunter, um den Akku auswechseln. Das ist jetzt hier neu mit so einem Knöpfchen versehen, wo man dann einfach hier kann das Lederläschchen aufmachen kann. Zudem auch ist das Halfcase nicht störend beim Ausklappen des LCD. Auch hier passt alles wie aus einem Guss. Schlichte Linie, schlichte Grafik. Wie das Gebäude hinter uns, so kommt auch die XE4. Obwohl sie aber sehr schlicht und sehr geradlinig daherkommt, vermisst man eigentlich fast den Kernknopf von ihr. Der Q-Button ist zwar sehr klein, aber er ist da vorhanden. Auch der ISO-Knopf, den man hier belegt hat, ist klein gestaltet, aber er ist da. Mir selber spricht die Kamera sehr zu, vor allem wenn man so ein bisschen leger unterwegs ist und Motive aufnimmt, die so schön sind wie die Kamera selber. Die Filmsimulation Velvia wird immer wieder mal ein bisschen verpönt als zu abstrakt, zu kontrastreich, zu lebendig. Ich finde, es gibt Situationen, vor allem wenn man unterwegs ist, wo Velvia sehr gut passt. Und dazu zähle ich vor allem, wenn man sehr starke Rot- und Grüntöne hat. Das kann ich jetzt gerade ausprobieren. Mittlerweile hat es ein bisschen angefangen zu regnen, hier an der Zürcher Riviera. Fujifilm XE4 war eine sehr gute Begleiterin für diesen kurzen Städtetrip. Obwohl sie keinen integrierten Bildstabilisator hat, also als Art wie ein IBIS, ein In-Body Image Stabilizer, wie das die XT4 hat, hat sie komplett alle meine Bedürfnisse abgedeckt. Was man dazu noch sagen kann, ist, sie hat auch da, also auch Fujifilm XE4 hat auch Belichtungsreihen drin, sie hat auch das Focus Peaking drin, sie hat auch Fokus-Belichtungsreihen drin. Das heisst, alles, was ihr von der grösseren Schwester kennt, wie die X-Pro 3 oder die XT4, findet ihr auch hier drin. Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem XF 27mm. Und denke, mache jetzt Feierabend für heute und gönnen mir jetzt noch ein Latte Macchiato. Und wir sehen uns
das nächste Mal wieder, wenn es heisst Tech Talk bei der Fujifilm Schweiz. Besten Dank fürs Zuschauen.